Was geht ab, YouTube Blackjack wieder mit einem neuen Minecraft-Video am Start. So Leute, heute wird mal wieder ein bisschen anders. Heute machen wir mal ein bisschen am Haus weiter, weil das hat auf jeden Fall echt dringend notwendig. So, wir gucken jetzt erstmal. Wir holen mal Pickaxe, Schaufel, Axt. So, ein paar Materialien habe ich schon mitgenommen. Und zwar werde ich jetzt erstmal hier so ein paar Steindinger machen. Machen wir 15 Stück. Ich hoffe, das reicht. So. Heute wird auf jeden Fall hier der Pool ist ja schon gemacht. Ah, wir müssen hier die Einfahrt auf jeden Fall auch machen. Aber wir fangen jetzt auf jeden Fall erstmal an. Und zwar mit dem Aufgang hier hoch. Also, wir haben jetzt hier ja schon genug Öfen. Wir haben hier angefangen, Kisten zu machen. Jetzt will ich hier erstmal den Aufgang nach oben machen. Damit es hier nichts mehr so wüst ausschaut. Weil das gefällt mir gar nicht. So. Wir sind ja hier im Paulberger Hills. Das ist alles ordentlich und schön. Also müssen wir hier auch alles ordentlich und schön machen. So, das geht nämlich jetzt einfach rucki zucki. Zack, zack, zack. Den Boden. So, fangen wir nämlich an. Den machen wir nämlich komplett schön in weiß. Zack, zack. Und ich würde mal sagen, wir werden hier direkt mal ein Glowstone reinsetzen. Damit der Weg hier auch beleuchtet ist. Und zwar, wir verschwenden mal nicht so viel Steine hier. Upsala. So. Jetzt muss ich nur mal gucken, wie hoch wir das Ganze machen werden. Wollen wir so einen richtig schönen hohen Eingang machen? Dass wir sagen, okay, wir gehen von hier aus wirklich kerzengrad vor. Doch, ich glaube, das machen wir, Leute. Machen wir die nochmal weg. Und zwar Schleichen 100. Oh, ich glaube, Banks ist tatsächlich gerade unten beim Warden. So. Und jetzt müssen wir... Was willst du denn? Hey, mach dich mal ab hier. So. Ich würde sagen, genau so machen wir das. Schön hoch. Dann geht man hier runter. Das heißt, wir müssen hier alles auf dieser Ebene komplett wegmachen. So, zack, zack, zack. Was ist denn das? Aha. Hey Leute, hier findet man immer neue Sachen, ne? Man weiß nie, was sich unter dem eigenen Haus befindet oder sonst was. So, jetzt müssen wir hier noch. Zack, zack, zack. Hier machen wir jetzt zu. Und die kommen... Ach nee, warte mal. Ne, die lassen wir erstmal. So. Das weg. Und jetzt ziehen wir hier die komplette den kompletten Weg hier nach vorne ziehen wir jetzt alles zu. Zack. Ich glaube, ich werde vielleicht doch noch ein bisschen mehr Beton brauchen. So. Die Frage ist, lassen wir das jetzt so oder machen wir das auch noch? Machen wir den Weg hier unten drunter weiß? Nee, pass auf, wir machen den Weg hier nicht in weiß, sondern wir machen den schwarz. So, dass man erkennt, dass da was ist, aber man nicht genau weiß, was es ist. Und um den Weg machen wir hier noch so Dinger rein.
Genau, dann sieht man da zwar was, aber man weiß noch nicht genau was. So. Das heißt, wir machen das Ganze jetzt hier drüben noch genauso. Vom Prinzip her. Jetzt muss ich mal gucken, auf was für einer Höhe. Hier. Guck mal, machen wir den auch gleich noch weiß. So, und jetzt. Junge, was willst du hier? So. Zack, zack, zack. So. Machen wir hier nämlich jetzt schön dicht. Da oben muss auch noch weg. Perfekt. So. Genau so weit. Dann kommt hier noch. Das muss weg. Hier, zack. Zack. Gut. Jetzt muss hier natürlich danach noch eine Treppe hin. So. Ah, Leute, das ist echt viel, viel, viel Arbeit teilweise. Einfach nur, damit es ein bisschen gut ausschaut. So. Das Wichtigste fehlt ja tatsächlich noch. So. Ach ja, jetzt habe ich keinen weißen Beton mehr. Na super toll. Ah, wobei, warte mal. Wir brauchen hier gar keinen mehr. Das können wir mit normalen Bruchstein zumachen. Das sieht man nämlich eh nicht. So, kommt hier noch einer hin? Nee. Genau hier kommt nämlich jetzt die letzten drei Weißen hin. So, oh Scheiße, eigentlich müssen wir da oben auch noch einen hinsetzen. Nee, doch, wir müssen da oben einen hinsetzen wegen der Höhe von der Tür. Lass mich mal gucken, haben wir irgendwo hier unten. Nee, Mist. Okay, ach, warte mal. Hey. Nein. So, jetzt. Kommt hier ein Glowstone rein. Hier einer, also beziehungsweise zwei. Zack, zack. Jetzt machen wir hier erstmal das rein. Ja, dann ist der Gang nämlich auf jeden Fall auch gut beleuchtet. Zack. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken, Leute, ob wir noch ein paar Treppen da haben. Auch ein paar schwarze Treppen. Wir brauchen eh noch ein paar mehr schwarze Treppen. Was war das? Tiefenschiefer. Nehmen wir die einfach mal mit. Ah, das gibt's nicht, ey. Sonst muss ich jetzt nochmal extra in Nether gehen. Das gibt's nicht. Warte mal, Netherrack. Das brauche ich doch. Seelensand, Netherrack. Schwarzstein. So, warte mal. Ich guck mal kurz. Ich glaube, den Netherrack müssen wir. Ah, wir probieren erstmal, wie das mit dem anderen Stein ausschaut. Nee, aber eigentlich muss ich das schon gleich halten. Lass mal gucken, wie sieht das denn aus? Ja, wobei, das ist eigentlich schon gut. So. Ja, toll. Mal gucken, wir müssen da weiter Beton und hier dann auch und hier auch und hier auch. Oh Leute, ich brauche auf jeden Fall noch weißen Beton. So.
brauche noch viel mehr weißen Beton. So, jetzt hier noch ein. Hier noch ein. Gut. So, ich brauche noch weißen Beton. Zack, 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 zack. Aber jetzt haben wir hier... Ui. So. Zack, können wir hier schön runtergehen. Jetzt muss ich auf jeden Fall nochmal gucken, ob wir weißen Beton haben. Sonst ist das, ja, ein bisschen einheitlich. Irgendwo werden wir noch weißen Beton haben. Aha. So. Leute, habt ihr noch irgendwelche Ideen? Wenn ja, schreibt es mal in die Kommentare, was wir noch an unserem Haus, ja, verschönern könnten. Zack, zack. Zicki-zacki. So. Hier oben noch eine und dann können wir unsere Tür wieder hier einsetzen. So. Das sieht doch schon mal ordentlich aus. Zack. Dezent beleuchtet. Jetzt die Frage, wollen wir hier die Decke eigentlich auch so hoch lassen? Naja, ne, müssen wir. Das müssen wir so lassen. Ja, das schaut halt ein bisschen doof aus eigentlich. Ne, wir müssen das in weiß lassen. So. Oder ziehen wir das in schwarz hier komplett gerade durch? Ich glaube, das wird auch ganz gut ausschauen. Mal. Nehmen wir uns mal Erde. So. Jetzt lass mal gucken. Ja, doch, ich glaube, das ist ganz gut. So. Bisschen. Ja, ich glaube, das schaut ganz okay aus. So, jetzt haben wir hier dann angenehme schwarze Streifen. Zack, können wir durch. Wunderbar. Den einen weißen müssen wir halt leider Gottes lassen. Wegen dem, ja, wegen dem Haus, weil das sonst hier ein schwarzer Stein, das schaut nicht so gut aus. So, was wir als nächstes machen, jetzt kloppeln wir hier erstmal den Baum komplett weg. So, das alles weg, dann verschwindet er. Wir müssen das Grundstück hier so ein bisschen erweitern. So. So. Und zwar ein ganzes Stück. Damit der Gang hier mal so ein bisschen breiter wird. Meine juden Hühnchen hört man von bis hierher. So, dann müssen wir gleich das Bäumchen auch noch fällen. So, zicki zacki. Also Leute, die Folge wird auf jeden Fall jetzt nicht so spannend. Das ist jetzt quasi einfach nur mal so ein Zwischenvideo. Aber Leute, die Story wird weitergehen. Es bleibt spannend. Auf euch wird noch vieles, vieles zukommen. So, jetzt machen wir hier mal Erde rein. Ja, das schaut nämlich schon mit einem weiteren, schaut es schon besser aus. Machen das jetzt erstmal so zu. Knapp daneben ist auch vorbei. So. Puh,
schon besser, hätte ich gesagt. Da machen wir auch noch zu. Ja, dann ist es schon ein bisschen breiter. Jetzt machen wir aber hier nochmal kurz einen Stein hin, damit es wirklich ordentlich ist. Was ist denn mit dem Baum? Machen wir den Baum hier mal weg. Oh. Okay, wir machen den gleich von oben weg. Und den Baum hier auf jeden Fall auch weg. So. Und dann müssen wir nämlich hier mal anfangen. Und zwar müssen wir mal gucken. Ja, das ganze Ding hier muss weg. So. Mal kurz hier in der Ecke. Oh, das wird da hochkommen. Zack, weg. So. Frage ist, fällt der Baum jetzt auseinander oder nicht? Ja, doch, der löst sich auf. Jetzt müssen wir nur noch hier hoch und müssen den Baum komplett in seine Einzelteile zerlegen. Weil die Leute, wir mögen das überhaupt nicht, wenn ja hier das Zeug einfach stehen bleibt. Die Frage ist nur, wo sind die ganzen Stämme, dass der Baum automatisch sich auflöst. Oh, mal gucken, Dr. Banks will irgendwas. Mal gucken, was Dr. Banks möchte. So, meine Freunde, der Keller ist fertig gemacht. Ja, was ich als nächstes machen möchte, ist, ich würde gerne hier den Boden machen. Also hier quasi so in der Größe vom Haus, also quasi hier so entlang und bis hier vorne. Und danach natürlich vornewärts hier dann auch noch den Bereich runter. Jetzt die Frage, das dürft ihr jetzt entscheiden. In was für ein Material? Soll ich das in schwarzem Beton? Soll ich das in weißem Beton? Soll ich das in Holz machen? Das, Leute, entscheidet ihr. Lasst ein Like da, Leute. Lasst ein Abo da. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!